Zu was? Zu der Hauptstadt, die wir ursprünglich wollten. Die haben jetzt nicht. Die waren vier, aber nur. Aus der Abraumpause nicht zu singen. Wir stehen unter Beschuss! Ampra. Ich bin hier weg. Die haben auch Weihrauch, jetzt finden wir natürlich Weihrauch. Ne? Ist klar. Fahrertypen sind auch ein bisschen feindselig, habe ich das Gefühl. Die wissen irgendwie, was wir vorhaben. Fahrer, Jungs, sind gerade ein bisschen spitz. So, ich habe jetzt mal Hilfe, angefordert, wenn ich ihn alles schon abhält. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nur nichts gemacht. Ich mach kurz wieder raus und warte wieder auf Fahrer. Muss ich das jetzt aber angreifen? Es wird Zeit zu ändern! Kapitän, ich setze mir hart auf den Kopf. Ist gut, Captain! Roter Schiff aus dem Wind! So, jetzt verfolgen die uns nämlich. Das ist sicher. Hilferuf verklucken, das ist schön. Oh, sorry. Gut, dass wir das nicht so schaden machen. Dann ist sowas nämlich egal. Dass wir uns gar keinen Schaden machen sogar. Ja. Die werden deinen Namen nicht so schnell vergessen. Letztes Wort. Leck, Namen. Oh Gott, der Turm. Ich hab zwar nicht offiziell auf Erfallen geklickt, aber wenn der Turm vorher kaputt ist, ist das Ende des Endes. Was bringt das? Ja, nix, der Turm ist ja danach trotzdem noch kaputt. Du kannst ihn ja auch vorher schon zerstören. Sind das hier überfallen oder was? Ja, das ist doch die Burg hier, Fabi. Das Ding hat doch 5 Wachtürme, machst da nix. Achso. Das Problem ist nur, dass hier wirklich viel groß ist. Also, das könnte echt zu schwer sein. Jetzt verdient ihr euch euer Feuer! Feuer! Oh, genau, 2 Türme.
Ich schieße auf beide Türme gleichzeitig. Rechte Seite, linke Seite. Das ist eine gute Idee. So in der Einfuhr. Ah, das war lecker mal jetzt. Von den Bombarden habe ich irgendwie nicht so ganz drauf. Ja, ich habe keine Munition mehr, also Munition ist der Mangel da. Sehr schnell. Wenn ich vorher auf sich eindeckt. Schauen, was da alles kommt gleich. Hm. Kann doch mal hier sagen, ey. Gut, wenn ihr Bock habt. Es ist gut, dass wir das jetzt hier machen, wo wir ja auch schon haben. Ja, können wir das verkaufen. Da waren das ja ähnlich nicht nur von Weihrauch, da gibt es doch große. Uns ist hier der Riesenport, nehmen sie bei uns. Wo sind denn die drei? Sie werden immer mehr! Mach eure Rücken! Keine Munition mehr! Volle Salve, Captain! Sind die nicht gerammt? Kann ich gerade nicht reparieren, das ist das Problem. Guck mal, kommt auch jemand zu Hilfe. Der Typ von wohin? Oder der chillt ja nur und krabbelt das Super, wenn wir die Arme machen. Ich kann nicht aus. Ah ne, okay, hat sich mir noch angeschaut. Guck mal, bei mir hat jemand wenigstens auf meinen Hilferuf reagiert. Verklasse mal den Typ. Verstärkung! Wach einfach! Eiskappen, heißt nicht geschickt, Mann!
Ah, jawohl, das ist okay. Alter! Was? Also gerade im Stream. Ich hab grad, wieder die ganze Ego-Positiv die letzte Stunde. Ich guck gerade nach rechts, aber steht da random Typ bei mir in der Cam. Hab ich's ja gesehen. Warum schießt der auf dich? Sieht man, kriegst du den Fortschritt? Nee. Macht er aber, weil er denkt, ich krieg was. Okay. A new enemy. Schon krass viel Silber, die Schiffe nicht. Silber. Kupfer. Gut. Nehmt ihre Töpfe! Nehmt ihr Leben! Nehmt sie alles! Kapteni! Keine Munition mehr! Raketen, jawohl. Er teilt ihnen eine Lektion! Sehr gut. Nice. Nice. Schön, schön. Ah, easy Hauptstadt geplündert. Paris ist nichts dagegen. Das ist übrigens, dass die Wikinger damals nur erfolgreich bei Paris waren, weil die einfach 10.000 Mann mehr hatten. Also die haben einfach wie bei Strategiespielen, die haben einfach Massenrekrutierung gemacht und das hat dann quasi totgezirkt. Hab ich auch in den Vikings gesehen und Valhalla. Ja, aber die haben halt Valhalla nicht gespielt, deswegen. Aber die haben halt viel mehr als die Wachen gehabt. So. Zwar nicht, weil die irgendwie effektiv Taktik hatten oder so, aber mehr Masse ist halt auch Taktik. Ja, schon. Jo, jetzt können wir den handeln, als wäre nichts passiert. Okay. Gut, dass hier gleich vom Heiligen Baum Port ist, weil ich will jetzt ganz gerne nach Sardin. Und? Nach Sardin zurück. Jo. Es geht über den Port da hinten am schnellsten. St. Anne. Anne Frank. Annegret Kramp-Krampauer. Alter, was ist mit der eigentlich? Gibt's die noch? Was? Ja, ich wollte auch gerade fragen, was ist denn mit der? Hat die da aufgehört? Gar nichts mehr über die. Nee. Ja, gut, ich beschäftige mich auch aktuell nicht mit Politik. Ich schaue noch, aber die gibt's nicht mehr. Wenn ich irgendwas über unsere Politik lese oder höre, da bekomme ich einen Krampfanfall. Ja, soll aber eh nicht hier in Aufnahmestream nicht das Thema sein. Das ist ein politikfreier Raum. Nee, also, ist kein Thema, das ist ja nur einfach. Aussage. Hab ich auch immer nicht eingehalten, wahrscheinlich gerade gesagt habe, machen wir dann doch das noch gesagt, aber. Ah, ist gut. So. Wenn wir jetzt über so ein Thema reden würden aus der Politik. Was ist eigentlich diese orangene. Ach,
Einfach andere Aufträge. Diese Händler. Keine Ahnung, ob es ein anderes Symbol hat. Also, was das bedeutet. I don't know. Mögen eure Feinde unachtsam sein. Schnellreise. Man erkennt eure Fähigkeiten an. So, es gebe jetzt mal hier das Weihrauch ab. Ich wette, dass euer Name einst den von Skurlok übertreffen wird. Abgeben. Annehmen. Euer Fernrohr ist auf Schatzsuche, euer bester Freund. Ach, kann ich direkt auch abgeben. Ah, ne. Ungeschliffener Diamant würde fehlen. Granat haben wir. Ach, die gibt's von diesen anderen Dulis da. Die Elfenbeinmenschen. So, dem Schmied kann man auch Bescheid sagen, stimmt. Auf der Straße flüstert man bereits euren Namen. Denkt dran, bringt mir einen Entwurf und ich schmiede euch etwas Scharfes. Torpedo-Waffenbauplan. Und dies wird als Auftragsbelohnung ausgegeben. Okay. Die werden sich erstmal fernhalten. Hä? Ich hab die Quest schon vor 10 Jahren abgegeben. Jetzt hängt der an, den Dialog zu machen für die Belohnung. Volkes. Das Plündern ist das Geschäft eines Piraten. Und am Ende hängt man euch dafür auf. Dieses Geräusch. Bringt mehr Münzen. Dann gibt's auch mehr Wobei man es die ganze Zeit wieder, Alter. Nun, da ihr euch einen Namen macht, warum denn das jetzt? Wärt ihr vielleicht an ein paar Schiffsplänen interessiert, Kapteni? So, hier, Bauplan verfolgen, wir langt's jetzt. Bis bald. Möge euer Schiff euch gute Dienste leisten. Was willst du noch? Der ist verdammt weit weg, wir waren da noch nie, aber... Der hat das, was ich möchte. Gut, aber erstmal reden wir mit dem Judy Skorlock da. Dem nichts könne. Skurlock glaubt, er könnte mit den Franzosen aufnehmen. Skurlock, Smurlock, Murlock, sag ich immer. So, Belohnung, Gönnung. Macht so weiter und ich muss bald ein neues Lagerhaus bauen. Alter, wir haben mal 44 Bronze bekommen, habe ich jetzt insgesamt einfach mal so. Nickelbarren, Teakplank und gutes Saalgewehr wieder, Morin. Für ein Torpedo. Ich war ein Straßenkind. Bis mir ein Seemann Arbeit auf einem Schiff verschaffte. Ein hartes Leben, aber das Beste, was mir je passiert ist. Was auch von diesen Kleidungskisten hier. Aber es ist nicht nur Kleidung, es ist auch noch Zeug. Mein Lagerhaus steht euch offen.
So, Skurlock, dann quatschen wir mal. Komm später wieder, warum? Ach so, oh nein, wir müssen ja jetzt Karadex Kopfgeld noch finden. Nein, Schatzkarte. Das müssen wir machen. Ach, die Schatzkarte für den scheiß Skurlock kriegen. Oh Gott. Reist nach Meer der Riffe, Rote Inseln, holt eure Belohnungen am Außenposten. Königliche Ruhestätte ab. Immerhin sagt er genau, wo wir hin müssen. Königliche Ruhestätte haben wir sogar schon. Das ist schneller als gut. Da war ich vorhin. Wenn wir den Auftrag erfüllen, erwartet uns eine Schiffsladung französischer Schätze, Captain. Ja, wollte mal kurz bevor wir losfahren. Alter, Vulkan 103, what the fuck. Wir können noch mehr erreichen. Geht ab. Den Weihrauch haben wir schon abgegeben, ne? Ja. Alter, bringt der gut Geld. Ja, ich denke gerade, das macht noch nichts, solange ich kein Geld brauche für irgendwas. Okay, jetzt muss ich noch das Schiff auf und dann. Hast du ein neues jetzt eigentlich gecraftet? Ja, klar. Welches denn? Gold. Ah ja. Schiff verwalten, Waffen. Vorne hatte ich. Ich glaube, ich weiß nicht, wo eins der Schatzkarten ist.
Okay, und wo? Königliche Ruhestätte. Also erstmal die eine Sache, dann die andere. Ich werde jetzt mal ein neues Schiff auch haben gleich. Also wenn ich diese Session dann abschließe, würde ich das haben. So, hier angeblich soll diese komische andere aber sein. Die für Skurlock. Und zwar irgendwo linken Teil der Insel, wo wir gerade sind. Und da unter, bei mir unter so einem komischen Kreuz. Ein Holzkreuz. Schatzkarte lesen musst du bei der Quest drücken. Ja, ich hab dasselbe. Glück ist okay. Nicht alles. Du musst weiter jagen, stehlen und wachsen. Ja, dann suchen wir da jetzt mal nach. Dann haben wir wenigstens mal eine Schatzkarte gezeigt. Wenn es wahrscheinlich die einfachste von allen ist. Warte, ich port mich ab jetzt zu dir. Ja, hier gibt's da eh nur einen Weg. Das ist ja nicht gerade oben. Hier gabelt's ab. Wir haben keine nähere Beschreibung, außer des Kreuzes. Ja, wie ist es hier bei dem Posten? Ja, war recht genau. Steht sogar genau auf der Schatzkarte, wo wir hin müssen. Nämlich hier ist es im Ort. Also muss es ja hier sein. Nur wo genau ist ja die Frage. Ich weiß der Beta noch, dass es halt immer so ein bisschen erst nur an der Seite rumgammelte, diese Objekte. Und ich nur an diesem am Rand erkennen muss. Was ist das, was man sucht? Oh, ich habe mir einen anderen Schatz zurückgefunden. Hä? Okay. Läuft. Ah, hier. Das ist das Kreuz. Das ist viel kleiner, als es auf der Schatzkarte aussieht. Nur so ein Mikrokreuz. Ich dachte, es wäre cool. Was ist denn dort genau? Bei den Ruinen oben, Treppe hoch. Da gibt ja nur einen. Eine Abgabelung. Ja, hier geht's auch nirgends anders hin. Hier, ich stell mich mal hin. Die Kreuzung. Ah, da oben. Ja. Und wo war das jetzt? Hier, komm. Hier vorne. Wenn du in der Nähe stehst, leuchtet und machst Geräusche und so. Bei dir nicht? Nee. Da hast du doch was anderes. Als Target. Was steht bei dir bei X? Ja, bei mir, ich hab da einen Haken beim blauen Spieler. Dass mir noch KX Kopf geschehen müssen. Aber ich hab's schon. Also guck, bei mir schaut's gerade so aus, wenn du meinen Stream guckst. Ja. Und die war halt. Okay, ich kann nicht mal auf die Schatzkarte gehen, weil ich die jetzt schon benutzt habe. Toll. Bei mir war die jetzt. Bei dir ist bei mir keine Truhe. Deine ausgegrabene Truhe. Ja, dann hast du es halt doch schon, aber kann ja gar nicht sein, weil dann hättest du es ja auch. Ja, gut, ich habe ja eine andere Schatzkarte ausgegraben, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das der war. Da hättest du ja auch einen Haken. Dann gebe ich auch eine richtige Quest. Soweit. Oder du musst mal kurz von der Insel runter, wieder drauf und dann ist es respawned. Weil ich es jetzt geklaut habe oder so, I don't know. Weil hier, guck mal, wie viele hier sind. Er hat auch noch eine andere gehabt. Ich habe kein anderes Holzkreuz gesehen. Du hast gesagt, hast auch ein Holzkreuz, oder? Ja, so ein rundes Schild halt, ne? Du hast ein rundes Schild, okay. Ich habe nämlich welches Kreuz gehabt. Also, du hast doch woanders was. Wie gesagt, so groß ist es ja hier eigentlich nicht. Mal die Nadel im Heuhaufen.
War das nicht auch ein Ding, dass diese Objekte für die Schätze nur bei dem jeweiligen angezeigt werden? Ich hab da was im Kopf. In der Beta habe ich auch dir helfen wollen und habe auch nach dem Ding gesucht, aber bei mir war das dann gar nicht, wo du gesagt hast, dass es bei dir ist. Ich erinnere mich dann was. Der Kapitäni, dessen Taschen voller Silber sind. Bedeutet, bei mir ist das runde Schild gar nicht in der Welt existent und deswegen kann ich dir nicht mal helfen. Hier ist noch was. Ah, nice. Das ist es. Warte mal, ich komme jetzt mal. Kannst du mir irgendwie beschreiben, wo du bist? Mal. Da, wo wir uns getroffen haben, also wo wir am Anfang hin waren, oder? Echt? Wo läufst du hin? Hä? Geil. Haben wir irgendwie geschafft. Bei mir ist das Kreuz auch disappeared, also ich hatte recht, das ist. Ja. Egal, wo du jetzt bist, ist ja Wayne. Lass zurück. Wobei, ich möchte vor mein Schiff holen. Das ist mir wichtiger. Ich segel von hier aus, ist noch besser. So langsam sind wir warm, was? Was will die eigentlich die ganze Zeit? Können wir jetzt irgendwann den ersten Mart austauschen? Ich hoffe es. So, okay. Das mag List. Was haben wir hier gemacht? Ich segel jetzt von hier rüber, weil da mein Feuerschiffskonzept ist. Da, wo ich markiert habe. Weil das ist nämlich eh ein Außenposten. Das heißt, von da aus können wir auch schnell rein. Zumindest behauptet das Ding, wenn ich nach dem Rezept suche. Hier wird jeder Kompanie korrupt. From outcast a kingpin was born upon the sea. There was meant to walk the land, a pirate's life for me. Last you winding up the sails, don't speak to mutiny. Avenge yourself a wanton quarter bottom of the sea. Among the shores of Saint Anne to the eastern shores. I'll take my chances on the winds of loot and blunder scores. Our flag, it stands for us alone and no one else around. We owe our honor to the sea and not to any crown. Yo ho, yo ho, the seas forever. Skull and bones, yo ho. Heave ho, me hearties, bring her round. Heave ho, me hearties, bring her round. A pirate's life for me I found. A pirate's life for me I found. Yo ho, yo ho, the seas forever. Forever go, long after I.